Vater, danke für dieses neue Jahr, das begonnen hat. Danke, dass du einfach alles neu machst, dass du da bist, dass du uns hilfst. Wir danken dir jetzt auch für das Wort, dass wir ernährt werden mit den Worten des Glaubens. Wir danken dir einfach für Durchbrüche noch und noch dieses Jahr. Danke, Jesus, dass du dich offenbarst durch deine Liebe, durch deine Gnade und auch durch dein Wort. Wir preisen dich, Herr Jesus. Amen. Wir haben noch im alten Jahr begonnen mit dieser Serie Grace Life. Ja, alles tönt jetzt nach Grace Life und das ist auch. Grace Life ist einfach ein gutes Wort. Wer liebt diesen Namen für unsere Church? Ich finde es toll. Leben einfach im Überfluss. Gnade schenkt uns dieses Leben im Überfluss. Und das ist unser Herz, euch einfach und uns alle mehr Durchbrüche, mehr von seiner Fülle, oh, mehr Gesundheit, mehr Freude. Er hat's. Amen. Wir folgen ihm nach und er tut's. Das ist Nummer 4. Wir haben gesprochen von dem König, der zu uns kam und uns kommt natürlich. Wir haben gepredigt über Segen für Frustrierte. Das ist auch so eine Gnadenbotschaft, wie der Herr, genau wenn wir so frustriert sind, einfach uns segnen, auch will. Dass wir nicht auf uns schauen, nicht auf unsere Werke schauen. Dass mitten in Frustration Gott uns segnen kann. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Und letztes Mal war da nonstop gewaschen. Wir haben vor allem diese schwierige Schriftstelle, oder schwierig, es ist eigentlich nicht schwierig, aber das ganze Kapitel ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich Johannes eben auch zu diesen Gnostikern spricht. Und zu der Church, also beides. Und man muss es sehr sorgfältig betrachten und sehen, zu wem er wirklich spricht, damit man kein Durcheinander bekommt im Glauben. Ich ermutige euch einfach immer wieder, schreibt euch gewisse Dinge auf. Schreibt sie euch auf, weil der Heilige Geist spricht, während man predigt, spricht der Heilige Geist ganz individuell und dann so aus, denkst du, was war jetzt genau das, was mich so angesprochen hat? Also wir empfehlen es sehr, ein Büchlein zu haben, wo du die Seiten nicht herausreißen kannst, sondern einfach etwas Kostbares und das einfach im Herzen bewegen kannst. Weil wir sind ein bisschen wie eine Kuh, wir sind Wiederkäuer, okay? Es geht nicht so schnell, es ist durch das Meditieren, Gott legt ganz große Betonung auf Meditieren. Weißt du, dass das nicht von der transzendentalen Meditation kommt, dieses Wort. Gott hat es erfunden. Teufel stiehlt, der kann nur stehlen und kopieren. Gott sagt, wir sollen meditieren über das Wort, um Erfolg zu haben. Nicht da rein und da raus, sondern drüber nachsinnen und es richtig verinnerlichen und es persönlich machen. Es anschauen, es hören, es ins Herz nehmen, dann wird das Wort Fleisch in dir. Das Wort wurde Fleisch. Amen. Das ist, was der Herr will. Gut, jetzt lesen wir zusammen eine wunderbare Schriftstelle. Und ich werde heute über diesen lebendigen Weg predigen, den Gott für uns hat. Gut, das ist im Hebräer 10, 19 bis 22. Und zwar haben wir hier die Übersetzung Neues Leben. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen Hohenpriester haben, der über das Volk Gottes gesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt
um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Amen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Geh noch einmal zurück zu Vers 19. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Gerade eben haben wir gesungen, er zerriss den Vorhang. Also der Vorhang wurde zerrissen, und zwar nicht von unten nach oben. Es ist absolut unmöglich, dass jemand diesen Vorhang, diesen dicken Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, zerreißen kann. Absolut unmöglich. Es war übernatürlich, und zwar eben von oben nach unten. Oh, Halleluja. Wahrscheinlich die Engel oder... Auf jeden Fall ist der Herr nicht mehr nur dort im Allerheiligsten, er ist jetzt unter uns. Das heißt, wir haben Zugang. Wir sind eigentlich, geistlich gesprochen, sind wir ja im Himmel. Positionell gesprochen sind wir im Himmel. Wir haben ständig Zugang zu ihm. Uneingeschränkt. Welch ein Leben. Mei. Wenn die Welt nur wüsste, was sie verpassen. Wir haben Zugang durch das Blut, und das ist ständig dieser neue, lebendige Weg zu ihm. Keine Verdammnis mehr, keine Anklage, kein Du musst. Es ist pure Liebe und Annahme beim Herrn. Welch ein Leben! Ich will darüber nachsinnen, es sind vielleicht einfach über das noch einmal eine ganze Woche. Und du wirst nächsten Sonntag tanzend zur Tür reinkommen, weil es dir eine Offenbarung geworden ist. Es ist so gewaltig, was wir haben in Jesus. Amen. Dieser neue, lebendige Weg. Also letztes Mal, also haben wir ja über nonstop gewaschen gesprochen. In dieser Serie, das war letztes Jahr, in dieser Serie, inzwischen hatten wir Weihnachtsbotschaft, dann Neujahrsbotschaft. Dort haben wir diesen Vers, und ich habe ihn noch einmal aufgeschrieben, 1. Johannes 1, 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist dieser ongoing process. Er ist ständig da. Wir sind ständig unter seinem Blut und werden ständig gewaschen, kontinuierlich. Also stell dir einfach die Waschmaschine vor, wo du drin bist. Ohne Schleudergang. Ohne Schleudergang. Aber einfach seine Gegenwart. Hey, das ist ein anderer Fakt. Da tanzt und jubelt einfach die Seele in mir. Da kann ich gar nicht ruhig sein. Hoffentlich du auch nicht. Aber wenn du mal ein Tänzchen machst während der Botschaft. Ich habe nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Oh, Glory. Halleluja. Das ist so cool. Aber wisst ihr eben, wir müssen ganz genau unterscheiden, weil wenn du eine Schlachterbibel hast, eine Schlachter 2000 dort, vielleicht auch in anderen Übersetzungen, aber dort ist ein Kommentar, bevor das erste Kapitel beginnt, über diesen Brief. Und es sagt dort ganz genau aus, ich habe es eigentlich auf meinem iPhone heute Morgen noch fotografiert. Ich könnte es jetzt vorlesen, aber ihr glaubt mir es ja, okay? Dort steht, dass eben auch Gnostiker in der Church waren damals dort. Und Johannes, der älteste Apostel von allen, der hat wirklich, der war ja uralt geworden. Amen. Hat diesen Brief dann ganz am Schluss noch geschrieben. Und eben die Gemeinde war, es hatten sich Gnostiker auch eingeschlichen. Also müsst ihr euch vorstellen, die Zuhörerschaft, das waren nicht nur Christen dort.
Es waren eben auch Ungläubige dort. Es waren Gnostiker, und Gnostiker glauben, dass Gott nicht im Fleisch gekommen ist. Gott ist einfach eine Idee, aber er ist nicht im Fleisch gekommen. Und darum beginnt der Apostel Johannes diesen Brief ganz anders als alle anderen Briefe. Er beweist dort, was wir gesehen haben, was wir angefasst haben. Wir verkündigen euch das, was wir gesehen und geglaubt und angefasst haben und gehört haben, nämlich das Wort des Lebens und so. Er kommt doch gleich hinein mit, er lebt, er ist da, wir haben ihn erlebt, Jesus. Er ist im Fleisch gekommen. Amen. Weil im Kapitel 4 hinten steht dann, jeder Geist, der sagt, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen, ist Antichrist, ist der antichristliche Geist. Also wir glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen ist und dass er lebt, dass er einen Leib hat, einen verherrlichten Leib im Himmel und dass er wiederkommt. Amen, das ist nicht nur einfach eine Fantasie oder eine Idee. Also müssen wir unterscheiden, also dieser Brief geht zum Teil bei gewissen Versen an genau dieses Thema ran, an dieses Thema, diese Gnostiker, die in der Church waren. Oder sie sagt noch, es gibt keine Sünde. Sünde ist auch nur eine Idee. Jetzt müsst ihr, das muss man im Kopf haben und mit dem Verständnis muss man diesen Brief lesen. Dieser Vers ist eindeutig für uns, wenn wir im Licht wandeln. Und wir sind im Licht und niemand kann uns jemals wieder aus diesem Licht herausnehmen. Ich habe sogar die mutige Aussage gemacht einmal. Und das ist so, das glaube ich von Herzen, weil niemand uns von ihm wegreißen kann. Niemand kann uns vom Licht wegreißen. Wenn wir auch jetzt Fehler machen, machen wir sie im Licht. Wir sind ja nicht plötzlich in der Finsternis und dann wieder im Licht und dann wieder in der Finsternis. Wir werden ständig dann halt in der Finsternis. Es kann gar nicht sein. Wir sind unvollkommen. Und Gott unterscheidet nicht gemäß großen und kleinen Sünden. Wir wandeln im Licht. Johannes 8 ist dort auch noch ein Beweis, wo Gott das sagt. Diese Dinge, meine Lieben, müsst ihr beginnen, darüber nachzudenken und selber zu forschen in der Bibel. Niemand kann dir das abnehmen. Niemand, du kannst nicht von Hören sagen, nur vom Sonntag leben. Du musst selber ins Wort gehen und das absolut hundertprozentig sicher sein, dass es so ist, wenn du welche Durchbrüche erleben willst. Amen. Du musst in der Lage sein, dich selber anzupredigen. Amen. Lehre dich selber, predige es dir selber an, damit der Verstand sich dem Geist unterordnen muss. Halleluja. Sehr ernsthaft. Weil es ist ganz ganz etwas anderes vom Hören sagen und so, einfach so nicht ganz ernst. Aber wenn du ernst machst, dann mach ernst. Amen. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Hiob sagte, nach all den Kapiteln und allem Leid, sagte er dann, Gott, ich habe dich nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Amen. Er fand das nicht so, er war sehr selbstgerecht und stolz. Okay? Aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen nur hören, sagen und wirklich auf dem Wort bestehen, sagen Gott so, das ist jetzt. Das hat eben Ludwig damals gemacht mit diesem Erlebnis vom Wunder, weil er einfach ernst gemacht hat. Er hat gesagt, Gott, jetzt will ich etwas. Wenn du durch Smith Wigglesworth das tun kannst, kannst du auch mich. Du bist keine ansehende Person. Gott liebt es, wenn wir so mutig auf ihn zukommen und sagen, jetzt mache ich es einfach. Egal, was die Leute sagen, egal was, jetzt mache ich es. Ich lege einfach die Hände auf. Wenn sie nicht gesund werden, Herr, das ist dein Problem. Okay, so weit müssen wir kommen. Amen, dann funktioniert es plötzlich. Amen. Oh, lass das neue Jahr einfach sehr inspiriert sein vom Heiligen Geist und von seiner Fülle. Amen.
dass wir nicht stehen bleiben, sondern einfach vorangehen. Aber jetzt zeige ich dir eine andere Stelle, und die ist eben, die spricht nicht für uns, für die Gemeinde, die spricht eben das an, weil es eine Bekehrung braucht, weil es ein Sündenbekenntnis braucht, weil da eben Menschen in der Church waren, die nicht wiedergeboren waren. Und die sagten, ja, es gibt keine Sünde. Sünde ist eine Fantasie. Vers 9 von diesem Kapitel, den kennt ihr ganz genau. Weil wir haben den jahrelang als Christen gebraucht, okay? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also dieser Vers, lass mich so sagen, von Anfang an. Sünden bekennen dürfen wir. Es ist nicht so, dass wir Sünde nicht bekennen. Aber wenn wir zu Gott gehen und sagen, Herr, ich habe echt gesündigt, das war daneben, das ist falsch, das ist gut. Das ist wirklich gut, dass wir offen mit Gott reden können. Und vor allem, wenn wir im zwischenmenschlichen Bereich Fehler machen, redet miteinander. Sag lieber mal, tausendmal, es tut mir leid, als es nicht sagen. Aber diese Vers redet nicht von uns, weil Gott uns ja schon vergeben hat. Es ist einerlei, zu ihm zu gehen und sagen, Gott, ich habe gesündigt, und dann erwarten, dass er mir jetzt vergibt, weil ich es gesagt habe. Ich spreche von kommen und offen sein, bekennen, ihm wissen, er hat dir schon vergeben, sind zwei völlig andere Dinge. Wisst ihr das? Die Sündenvergebung ist geschehen auf Golgatha. Amen. Also bei uns kann es ja nur noch um Tatsünden handeln, nicht um die Sünde. Die Sünde, die Trennung von Gott, weil wir nicht Jesus hatten, die Sünde, die Trennung, okay? Versteht ihr den Unterschied? Wir, diese eine Sünde ist erledigt. Und die Tatsünden, die sind auch unter dem Blut für uns, versteht ihr? Aber wir wissen, wie ernsthaft Sünde ist und wie real Sünde ist und wie sehr Sünde ein ganzes Leben zerstören kann. Das ist eine Realität. Aber seh dich einfach immer im Blut Jesu reingewaschen, weil Gott sieht uns in Jesus rein und heilig. Es sieht nicht unsere Sünden, aber es ist gut, wenn wir Fehler machen, dass wir einfach diese Offenheit haben und zu ihm gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, aber ich danke dir so sehr, du hast mir vergeben schon. Er hat schon vergeben für uns. Und jetzt werde ich euch zeigen, dieses Wort, nämlich die Sünden hier. Es gibt einen Bibelwissenschaftler, mit dem hat man, also wir haben ein Buch seit Jahren, das ist der William Wine, wie Wein, aber der ist mit V geschrieben. Und er sagt, das Wort Sünden hier ist ein Substantiv, also nicht ein Verb, ein Hauptwort. Und das heißt Harmatia. Harmatia. Jetzt zitiere ich aus diesem Buch. Harmatia verweist auf ein Gesetz oder eine Quelle des Handelns oder ein inneres Element, das Handlungen hervorbringt. Ein beherrschendes Gesetz bzw. eine beherrschende Kraft. Mit anderen Worten bezieht es sich auf das Gesetz der Sünde und des Todes, auf unseren sündigen Zustand aufgrund der Sünde Adams. Versteht ihr? Dieses Gesetz. Aber wir sind erlöst von diesem Gesetz. Römer 8,1 heißt es, es gibt keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, weil das Gesetz des Geistes des Lebens uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Diese Trennung, diese
Ursünde, die alles andere verursacht, ist durch Jesus erledigt, für uns erledigt. Amen. Also hier, das ist noch wichtig zu wissen, es ist Harmatia, weil es gibt einen Vers, wo eben Harmatano steht. Und Harmatano wäre das Verb, sündigen. Und wir gehen jetzt zu 1. Johannes 2,1, gerade im nächsten Kapitel. Seht ihr, jetzt spricht er die Church an. Sein Ton ist ganz anders, sagt meine Kinder. Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er sagt nichts von Sünden bekennen, wenn wir sündigen. Er sagt, du hast einen Fürsprecher. Jesus ist der Fürsprecher. Er steht alle Zeit vor dem Vater und verteidigt uns. Er ist unser Anwalt und Fürsprecher. Amen. Und der Vater schaut auf das absolut einmalige, reinigende Blut Jesus, seines Sohnes, das genügt. Sein Werk genügt. Unser ständiges Bekenntnis von Sünde würde niemals, niemals genügen, weil wir uns gar nicht an alles erinnern. Wir werden völlig sündenbewusst, wenn wir glauben, wir müssen alles bekennen, jeden Fehler, damit wir im Reinen sind mit Gott. Du bist im Reinen mit Gott durch Jesus. Wisst ihr, dies zu verstehen, ist so, so wichtig, weil es geht darum, dass ihr ein gutes Jahr habt. Es geht darum, dass ihr wächst im Glauben. Es geht darum, dass ihr wie eine Blume aufgeht. Es geht darum, dass ihr in diesem neuen, lebendigen Weg einfach sorglose Kinder, die einfach ins Haus hineinstürmen, Kühlschrank aufmachen, etwas trinken, wieder spielen gehen. Wir sind völlig zu Hause im Himmel. Ja. Und hier das Wort, wenn jemand sündigt, ist das Wort Harmatano. Nicht Harmatia, Harmatano, das ist das Verb. Und das deutet auf die, unser Leben ist voll von, Gott ist heilig. Schon nur ein nicht so schöner Gedanke wäre Sünde vor Gott. Willst du alles bekennen? Alles? Haben wir Gott vergibt? Früher glaubten wir als Christ. So wurden wir gelehrt. Ja, Gott nimmt es, Gott weiß ja, dass wir uns nicht an alles erinnern, aber wir bekennen einfach die großen Sünden, die wir wirklich uns, die wir realisieren. Ich glaube, ihr seid alle auch. Oder wo wir wirklich genau wissen, das ist jetzt Sünde. Aber da muss auch die kleinen Sünde, weil Gott ist heilig. Wenn wir glauben, Gott vergibt, erst dann, wenn wir bekennen, dass wir ganz arme Christen, dass wir völlig daneben, Gott hat schon vergeben. Es ist abgeschlossen, das Werk von Golgatha. Er hat vergeben. Vergangene Sünden und übrigens deine zukünftigen Sünden auch. Als du dich bekehrt hast, waren alle Sünden in der Zukunft von dir. Alle und in der Vergangenheit. Bei Gott gibt es gar keine Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart. Er ist ja außerhalb der Zeit. Die Zeit gibt es nur hier wegen unserem lieben Mond und der Sonne, unserem Sonnensystem und so, dem Licht, dem Tag und Nacht und all das bestimmt hier auf der Erde die Zeit. Aber im All gibt es das nicht. Bei Gott gibt es keine Zeit, hat Albert Einstein schon gewusst. Amen. Also, wir müssen einfach wirklich glauben. Das ist ganz wichtig. Durch unseren Herrn Jesus Christus und das, was er am Kreuz vollbrachte, haben wir Vergebung und stehen auch dann noch gerecht vor Gott, wenn wir versagt haben. Du kannst dein Geschenk der Gerechtigkeit nicht einfach verlieren. Du bist von neuem geboren, das heißt, du bist eine neue Kreatur. Du bist nicht, wenn du sündigst, wieder eine Raupe.
wenn wir von Metamorphose sprechen. Und es ist, Gott hat uns wie von Raupe zu Schmetterling gemacht, aber wir bleiben ein Schmetterling. Ein Schmetterling kann niemals mehr eine Raupe werden. Und wir als neue Kreatur können niemals mehr Sünder werden. Wir können sündigen, aber nicht Sünder werden. Sünder ist dieser sündige Zustand wegen der Trennung und wegen der Sünde Adams. Oh, ich freue mich so, es geht durch die ganze Welt, die Botschaft. YouTube! Oh! Wow! Yes! Das ist das Evangelium. Die Kraft zur Errettung. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Rettung heißt einfach Soteria, das ist nicht nur von Sünde retten und für ewiges Leben, sondern dass du heil wirst, befreit wirst, dass du stark wirst, dass du blühst, dass du bewahrt bist, dass du predige dir das selber, predige es dir selber, schlag es auf. Römer 1,16, schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist das Evangelium, das ich predige. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Paulus sagt das im Apostelgeschichte 20. Das predige ich, das Evangelium der Gnade Gottes. Halleluja. Du stehst selbst dann noch gerecht vor Gott, wenn wir versagt haben. So wie Paulus die gescheiterten Gläubigen in Korinth. Da war eine schreckliche Gemeinde, die hatten sogar noch Tempelprostitution. Hat nicht einmal gesagt, wenn ihr eure Sünden nicht bekennt, dann seid ihr in der Finsternis, waren ja Christen. Hat gesagt, hey, wisst ihr nicht, dass ihr den Tempel des Heiligen Geistes seid? Habt ihr vergessen, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Wir müssen uns an die Identität mit Christus erinnern, wenn wir versagen. Sagen, ich bin immer noch gerecht, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, du bist so gut, dass ich niemals diesen Stand verlieren kann. Danke, Herr, ich bin ein Tempel. Danke, ich bin immer noch dein Gefäß. Danke, ich habe versagt. Ja, aber, Herr Jesus, du bist viel größer. Ich danke, dass ich... Das ist die Wahrheit, meine Lieben. Das ist die Wahrheit. Predige es dir selber, bevor du andere anpredigen kannst über das. Aber dann, wenn du kapiert hast, dann geh los. Geh los. Diese Botschaft macht die Menschen frei. Wir waren so viele Jahre, haben wir uns... Ja, der Feind hat geblendet. Oder der Feind will nicht, dass wir das wissen. Der Feind will es nicht. Die biblische Lösung zur Überwindung von Sünde ist immer, Gläubige an ihre gerechte Identität in Christus zu erinnern. Nur so werden wir die Sünde überwinden. Paulus sagt im Römer 6,14, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Die Sünde wird ihre Macht verlieren, wenn wir uns an diese Position erinnern. Danke, Jesus, ich bin immer noch die Neugeburt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Du siehst mich gerecht. Und zwar siehst du mich aufgrund des Werkes von Golgatha gerecht, nicht aufgrund von meinen Werken. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und darum geht es um echte Buße, wenn wir einfach uns zum Kreuz zuwenden und zu seiner Gnade zurückkommen, immer wieder. Das ist immer der neue lebendige Weg. Immer wieder zur Gnade, immer zu Jesus, immer mit dem Kreuz vor uns, immer mit der Erinnerung, was er für uns getan hat. Halleluja! Halleluja! Thank you, Jesus! Halleluja! Das haben wir gesagt. Also du fängst heute an, mutig zu leben. Wer will das? Es ist das Blut Jesu Christi, das uns kontinuierlich von aller Sünde reinigt. Nicht unser fortwährendes Sündenbekenntnis. Punkt. Es ist das Blut Jesu Christi, das uns konstant reinigt. Nicht unser
so gut gemeintes Sündenbekenntnis, das uns immer noch sündiger erscheinen lässt und uns völlig sündenbewusst sein. Wir sollen Christusbewusst sein. Wir sollen kreuzbewusst sein. Amen. Halleluja. Halleluja. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden gemäß unserem Sündenbekenntnis. Eben nicht. Eben nicht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja. Ich wollte nur schauen, ob wir wach sind. Amen. Die Vergebung ist gemäß dem Reichtum seiner Gnade und nicht gemäß der Gewissenhaftigkeit des Bekennens. Unsere Gewissheit ist auf dem errichtet, was Jesus getan hat und nicht auf dem, was du immer wieder tun musst. Halleluja. Halleluja. Revolution. Halleluja. Gut, gut. Also, ich muss noch mal einen Vers bringen. Wenn du darauf bestehst, dass Christen gemäß 1. Johannes 1, 9, den wir vorher hatten, weiterhin ihre Sünden bekennen müssen, damit ihnen vergeben wird und sie gerecht gemacht werden, wird dieser Vers schwerlich mit 1. Johannes 2, 12, das ist noch einmal ein Vers im 1. Johannesbrief, weiter im 2. Kapitel. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Amen. Vergeben sind ist griechische Gegenwartsform, in der griechischen Gegenwartsform geschrieben und weist darauf hin, dass unsere Vergebung eine unwiderrufliche Handlung ist, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurde und eine andauernd fortlaufende Wirkung hat. Okay? Amen. Amen. Also wie können wir das kombinieren? Es ist ein völliger Widerspruch. Es ist doppelzüngig. Wenn wir das glauben und dann glauben, es Johannes 1, 9 ist für uns Christen, wenn wir nicht bekennen, vergibt uns Gott nicht. Reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir doch die Gerechtigkeit Gottes sind, die wir gar nicht verlieren können. Es macht keinen Sinn und es ist ein Widerspruch, aber wir müssen eben klug sein und das Wort richtig schneiden, wie Paulus dem Timotheus gesagt hat. Und verstehen, an wem adressiert er das und was für eine Zuhörerschaft er da hatte oder an wen der Brief ging. Halleluja. Aber du musst selber im Wort verankert sein. Das ist das A und O. Nicht nur vom Hören sagen, weil ich sage, das wäre, ich bin nur ich. Ich habe auch Fehler. Du musst es vom Wort sehen. Und darauf bestehen, dass es so ist und verstehen, weshalb es so ist. Nämlich wegen dem vollbrachten Werk von Golgatha. Vollkommen. Vollkommen vollbracht. Halleluja. Halleluja. Die Offenbarung über die reinigende Kraft des vergossenen Blutes Jesu ist der Startpunkt. Hör gut zu. Der Startpunkt für ein Leben mit mehr Mut und Zuversicht. Sonst bist du doch nicht so ganz sicher. Gründe dich einfach in diesen so wichtigen Versen, die absolut matchentscheidend sind als Gläubige. Amen. Wie heißen Grace Life? Nicht vergebens. Nicht vergeben. Wir haben wirklich, der Herr hat uns diesen Namen geschenkt und die Message ist einfach, das ist die Basis. Und irgendwie führt mich der Herr immer wieder im Moment noch zu dieser Basis. Sie wird uns immer führen. Aber nicht zu, es ist das, wo wir gegründet werden müssen, noch mehr. Dass wir so stabil sind, einzeln, dass wir in der Lage sind, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, aber sag jetzt mal, was? Du glaubst, wieso glaubst du das so?
dann bist du in der Lage, weil du ein reifer Christ bist, ihm zu antworten mit dem Wort und zu erklären, okay? Ihr solltet alle schon Lehrer sein, heißt es ja auch, okay? Vielleicht nicht jeder ist berufen, so vorne zu stehen, aber du sollst in der Lage sein, deine Mitmenschen, die Fragen haben, die Christen, die Fragen haben, denen zu helfen, sie in die Freiheit zu führen. Und du gegründet bist und verankert bist, du, plötzlich macht es Klick und da kannst du gar nicht anders, als es auch weitergeben an offene Menschen. Nicht an die, die kommen und die dich vertrampeln wollen. Und du musst keine Perlen vor die Säue werfen. Aber es gibt echte Fragen, es gibt ehrliche Christen, die frei werden wollen. Oder auch Ungläubige. Ich meine, das ist die Botschaft für alle Menschen, wenn die nur wüssten, dass sie so gut ist. Sie ist ja so gut. Praise the Lord. Weißt du, das ist einfach das Herz eines Pastors. Dass du dich wirklich verankerst in diesem Wort, im Evangelium. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dass du es nicht nur empfängst, sondern auch verstehst. Das ist unser Herz. Glory to Jesus. Du willst ein herrliches, siegreiches Leben führen. Mehr und mehr, wo keine Sünde, kein Zweifel, Besorgnis, Niederlage, all das, Chaos, hat einfach keinen Platz mehr. Es wird Ordnung geben in diesem Leben, in diesem Jahr und Durchbrüche, wie wir eben glauben. Und auch wenn wir vielleicht eine schlechte Vergangenheit hinter uns haben, selber viel Fehler gemacht haben oder ich denke, ich bin noch eigentlich in einem Chaos. Denke daran, Gott sieht es nicht so. Weil Gott schon die Antwort für alles hat. Und er hat gute Gedanken über dich. Und das sehen wir im nächsten Vers, im Jeremia 29,11. Das ist mein Hochzeitsvers. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat gute Gedanken über dich. Gott hat Sieggedanken über dich und er sieht dich eben vollkommen, aber er will auch, dass du tatsächlich im Natürlichen einfach durchbrichst und Dinge einfach in deinem Leben Dinge, die du nie gedacht hättest, dass sie plötzlich einfach da sind und dass du Dinge tun kannst, die du nur geträumt hast. Du hast immer gedacht, das ist nicht für mich. Aber Gott hat das nicht gedacht, es ist nicht für dich, es ist auch für dich. Wahrscheinlich. Ja. Also was bedeutet es, in Mut und Zuversicht zu leben? Es bedeutet zu verstehen, dass alle deine Sünden vergeben sind in dem Moment, wo du Jesus als Herrn annimmst. Amen, das ist wirklich so. Es bedeutet auch, dass Menschen ja, wenn ihnen vergeben wurde, kommen sie zu ihrem Retter, wenn sie versagen. Sie wenden sich nicht ab von ihm, sie kommen zu ihm und sagen es offen, ich habe versagt. Aber Herr, du bist so gut, du hast mir schon vergeben. Und Buße dreht sich immer allein darum, sich dem Kreuz zuzuwenden, das habe ich vorher erwähnt, zu Gottes Gnade zurückzukommen und seinen Worten zu erlauben, dein Denken zu reinigen und zu erneuern. Dies ist dieser neue, lebendige Weg, wo wir einfach durch sein Blut, nicht durch unser Bekenntnis haben. Der neue, lebendige, wow, ist so schön. Neue, ist Gott nicht gut? Neuer, lebendiger Weg, ständig, einfach ein und aus und ganz natürlich mit unserem Herrn. Oh, Halleluja. Jetzt gibt es noch ein Dessert, das ist noch nicht fertig.
Es gibt jetzt noch, wir haben ja den Titel gesehen, dass wir aufwachen sollen zur Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Position, die wir haben. Da gibt es einen Vers, und zwar, muss ich sagen, also ich kenne den seit Jahren und ich habe noch nie darüber gepredigt, weil es steht nur in einer Bibel, und das ist die King James Übersetzung, die englische, wo dieser Vers einfach ganz anders steht. Alle anderen, ich habe bei der französischen Bibel geschaut, habe alle deutschen, die ich habe, die auch zum Teil englisch, aber King James ist richtig. Ich glaube es richtig. Gut, sie ist nicht nur dieser eine Vers, natürlich müssen wir das Ganze sehen, den ganzen Ratschluss sehen, aber der ist einfach genial. Steht in der Deutschen einfach anders. Jetzt wollen wir mal sehen, diese Vers im 1. Korinther 15, 34. Dort heißt es ins Deutsche übersetzt von der King James: Erwache zur Gerechtigkeit und sündige nicht. Mit anderen Worten, wenn wir wach sind, wenn wir verstehen, dass wir gerecht sind, dann sündigen wir nicht. Weil wir wach sind zur Gerechtigkeit. Wir sind aufgeweckt zur Gerechtigkeit. Awake to righteousness and sin not. Das ist King James. In der Deutschen, zum Beispiel Elberfelder, werdet in rechter Weise, rechtschaffen oder richtig, nüchtern und sündiget nicht. Werdet nüchtern und sündiget nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum nur die King James es so übersetzt. Aber wir werden jetzt einfach diesen Satz so nehmen, wie er vom Englischen übersetzt ist. Ich habe es auch in den Büchern gefunden. Erwache zur Gerechtigkeit. Also mit anderen Worten, werde wach, werde aufgeweckt für die Gerechtigkeit Gottes. Es ist die Antwort, dass wir eben, dass die Herrschaft der Sünde gebrochen ist. Es heißt ja im Römer 5,17, den kennen wir sehr gut und es stimmt schon mit den anderen Versen überein, weil wir den Überfluss seiner Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit, dass wir herrschen im Leben. Okay? Durch den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit herrschen wir im Leben durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Also eben die Gabe der Gerechtigkeit. Also werde wach, werde aufgeweckt für die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Also Römer 5, 17, wir schauen das an, was ich gerade gesagt habe, vergessen, dass es da steht. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, das wäre Adam, des Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ein ganz wunderbarer Vers. Und das Wort empfangen deutet auf das ständige Empfangen hin, nicht nur einmal, immer wieder empfangen den Überfluss der Gnade. Und 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist er. Er hat den, der von keiner Sünde, Jesus wusste keine Sünde, er machte keine Sünde. Amen. In ihm war keine Sünde. Es war er, der sich ließ zur Sünde machen. Alle Sünde der Welt hat er auf sich genommen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Weil er das getan hat, hat dieser Austausch stattgefunden. Er hat unsere Sünde genommen und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Das ist wirklich ein etwas so Großes, ein so großes Geschenk, absolut. Der Kreislauf der Niederlage. Es gibt einen Kreislauf der Niederlage, wenn du in Versuchung kommst und dann Schuldgefühle und Verdammnis kommen, okay? Gibst du der Sünde wahrscheinlich nach
Und das löst im Leben einen Zyklus der Niederlage aus. Also, wer hat das verstanden? Wir kommen in Versuchung und schon nur die Versuchung, obwohl man gar noch nicht gesündigt hat, aber wenn man dann Schuldgefühle hat und Verdammnis kommt durch gewisse Handlungen oder Gedanken, die Schuldgefühle, merkt ihr das? Schuldgefühle, Verdammnis, dann geben wir wahrscheinlich der Sünde nach. Und das ist ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Es ist nicht nur die ganz großen Sünden, was wir als große Sünden betrachten würden, Ehebruch oder solche Dinge, sondern, oder Mord, sondern einfach auch, man kann in ein Leben der Niederlage kommen, bei diesem Zyklus auch bei, wenn wir einfach nie einen Durchbruch haben im zwischenmännlichen Bereich. Wir haben einfach immer komische Abläufe in uns, von früher vielleicht, oder Zwänge, oder einfach immer, wir merken das, okay? Aber eben, da kommen vielleicht Schuldgefühle und Verdammnis. Und dann ist es immer wieder dasselbe, weil wir immer wieder in dem sind. Aber es gibt einen Ausweg, eben der Kreislauf des Sieges, wenn die Versuchung kommt, Gerechtigkeitsbewusstsein üben. Genau das, erwache zur Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Genau da musst du das Schwert zücken, das ist deine Waffe. Das ist dein Bekenntnis. Genau dann. Du bist die Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Das alleine wird dich in einen Kreislauf des Sieges bringen. Dann wirst du herrschen über der Sünde. Vielleicht noch nicht gerade am Anfang, aber übe. Übe. Wache auf zur Gerechtigkeit. Übe die Gerechtigkeit. Predige dir die Gerechtigkeit. Predige dir, wer du bist in Christus. Sage etwas. Du musst sprechen. Dein Glaube wird erst dann freigesetzt, wenn du beginnst zu sprechen. Glaube ist nicht stumm im Herzen. Glaube ist absolut einfach gar noch nicht Glaube, wenn er nicht spricht. Gott sprach, es werde Licht. Und dann war das Licht. Amen. Spreche in dein Leben hinein. Preach it. Teach it. Ja. Halleluja. Ich werde dir jetzt ein Zeugnis vorlesen von einem Mann, das ich auch in einem Buch gefunden habe. Während ich ein Buch von Pastor Prince las, wurde ich von einer 40 Jahre andauernden Pornografie-Sucht befreit. In der Vergangenheit hatte ich versucht, aus eigener Kraft und Stärke von dieser Sucht frei zu werden, war aber jedes Mal gescheitert. Während dieser ganzen Zeit nutzte der Teufel diese Sucht, um mich mit Angst, Schuldgefühlen und Verdammnis zu überhäufen. Diese Angst und Scham hielten mich davon ab, die Pastoren der verschiedenen Gemeinden, ich während dieser 40 Jahre besuchte, um Hilfe zu bitten. In manchen dieser Gemeinden hatte ich sogar Leiterschaftspositionen inne gehabt. Durch das Lesen von Pastor Prince's Buch bekam ich eine neue Offenbarung darüber, wer ich in Christus bin. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und dass es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis gibt. Durch diese neue Offenbarung wurde der Griff, mit der diese Sucht mein Leben umklammert hielt, für immer gebrochen. Wow. Ich trage jetzt einen Ring, das finde ich so schön. Also vielleicht sehen wir nächste Woche viele Ringe. Ich trage jetzt einen Ring an meinem linken Mittelfinger, um mich daran zu erinnern, dass ich gerecht bin. So gerecht wie Jesus, dass es für mich keine Verdammnis gibt, weil ich in Christus Jesus bin und dass ich in Gottes Augen vollkommen und heilig bin. Immer wenn der Teufel mich dazu verführen will, mir Pornografie anzusehen, muss ich lediglich den Ring ansehen, um mich daran zu erinnern, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bin und die Versuchung verliert ihre Macht über mich. Es ist echt wunderbar. Es ist eine, ja, für alle Vergehen, alle Sünden, alle Fehler, die wir haben,
ist das die richtige Vorgehen. Erinnere dich daran, dass du einfach gerecht bist. Erwecke dich selbst zur Gerechtigkeit. Predige sie dir. Wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Amen. Dann wollen wir miteinander aufstehen und noch ein Bekenntnis machen. Thank you, Jesus. Ihr dürft das mir nachsagen, wenn du möchtest. Herr, ich stehe auf, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ich danke dir für den Überfluss der Gnade und das große Geschenk der Gerechtigkeit. Sünde hat keine Macht über mich. Ich bin nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich erwecke mich selbst. Ich wache auf. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin gerechtfertigt und gerecht gemacht durch meinen Glauben an Jesus Christus. In Christus habe ich einen vollkommenen Stand vor Gott, der mit dem kostbaren ewigen Blut seines Sohnes bezahlt wurde. Es gibt kein Gericht, keine Strafe und keinen Fluch mehr für mich, weil das volle Gericht, die volle Strafe und der volle Fluch für alle meine Sünden am Kreuz ganz auf meinen Herrn Jesus fielen. Er hat für alles bezahlt. Amen. Wo ist der sicherste Ort bei einem Buschfeuer? Dort, wo das Feuer schon gebrannt hat. Dort, wo das Feuer schon gebrannt hat, wird es niemals mehr brennen. Der ganze Zorn vom Vater war auf Jesus gelegt. Also wenn du in Jesus bist, das ist abgeschlossen, das ist der sicherste Ort. Halleluja. Amen. Amen. Wir beten noch, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist Übergabegebet. Falls jemand Jesus annehmen will, von all diesen Menschen, die Botschaft hören, sagen wir, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er wurde der Menschensohn, um mein Erlöser zu werden. Ich glaube, dass er am Kreuz für alle meine Sünden starb. Und dass er nachher von den Toten auferweckt worden ist. Christus ist mein Erlöser. Und er hat mich erlöst vom Fluch des Gesetzes. Er hat mich erlöst von Krankheit, Armut und ewigem Tod. Ich empfange Jesus Christus als meinen Herrn und meinen Erlöser. Danke, Vater, dass mir total vergeben worden ist. Ich bin komplett erlöst in alle Ewigkeit. Und jetzt stehe ich für immer unter deiner Gunst. In Jesu Namen. Amen.